Freunde, ich glaube, ich muss nicht sagen, wer der wahre Zauberweltmeister ist. Er sitzt nämlich in der Jury, Freunde. In der Jury sitzt er. Nein, Freunde. Auf jeden Fall, wir haben heute etwas sehr, sehr... Oh mein Gott. Schau mal. Ich hab schon fast wieder vergessen, Bro. Sorry. Ich bin manchmal ein bisschen durcheinander, ein bisschen viel im Kopf und so. Deswegen würde ich sagen, bist du ready? Sag Bescheid, ja? Boom, Leute. Mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir haben heute eine sehr besondere Folge für euch, nämlich Erkenne den Zauberweltmeister. Das heißt, es geht heute quasi um die Elite der Eliten. Das heißt, die Besten der Besten haben wir heute hier, die uns davon überzeugen werden, dass sie echte Zauberweltmeister sind. Das heißt, ihr müsst vorstellen, wir haben heute hier einfach den Besten der Welt. Komplett geisteskrank. Wir haben geisteskranke Zaubertricks. Also es ist so eine geile Folge geworden, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum. Wie ihr wisst, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich Experten eingeladen, die mir dabei helfen sollen, heute den echten Zauberweltmeister zu erkennen. Und werden auch gleich noch eine Erklärung bekommen, worum es genau geht, was heute hier stattfinden wird, alles drum und dran. Aber ich würde sagen, wir schnacken erstmal gar nicht was rum, sondern bitten erstmal unsere Special Guests einmal bitte rein! Oh mein Gott. Servus, Bro. Wie geht's dir? Alles gut? Servus. Geil, Alter. Heute Poker, oder? Bruder, wir haben heute das Krasseste vom Krassesten. Wir die beste drehen Folge? Heute die krasseste überhaupt. Wir drehen heute Erkenne den Zauberweltmeister. Es wird sehr, sehr krass, weil ich meine, die Folgen davor waren schon krass, aber das waren meistens so Tricks, die man ja schon kennt, beziehungsweise die kann man sich irgendwo aneignen, so. Aber das sind jetzt komplett 100% eigene Tricks. Boah, Digga. So, und um nochmal zu zeigen, wie krass Zauberweltmeister eigentlich wirklich ist, wird uns der Matthias ganz kurz erklären, worum es heute geht. Okay. Deswegen würde ich sagen, bitten wir Matthias einmal, bitte rein! Einmal einen Applaus für Matthias. Hi, wir haben heute was ganz Besonderes vor. So etwas habt ihr noch nicht gehabt, denn heute wird Erkenne den Zauberweltmeister gespielt. Ihr fragt euch vielleicht, Zauberweltmeister, was hat es damit auf sich? Es gibt alle 3 Jahre eine Weltmeisterschaft für Zauberer. Das wird veranstaltet von der FISM. Das ist so für uns Zauberer das, was für die FIFA, für Fußball die FIFA ist. Weißt du? Also der Zauberverband international. Und alle 3 Jahre gibt es da eine Weltmeisterschaft in verschiedenen Kategorien. Mentalmagie, Kartenmagie, Comedy und so weiter. Und da kann man gewinnen. Und um dort teilnehmen zu dürfen, muss aus jedem Land erst einmal die Meisterschaft gemacht werden. Das heißt, alle, die hier heute da sind, ja, alle, die sich bei dieser FISM qualifizieren wollen, müssen erstmal im eigenen Land gewinnen oder zweiter oder dritter Platz sein. Das heißt, heute seht ihr die Creme de la Creme, die besten Zauberer überhaupt, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Das ist jetzt alles, was ihr vorher gesehen habt an Zaubertricks. Das waren Tricks, die man beispielsweise einkaufen kann oder von anderen lernen kann. Heute kommen Leute und stellen Nummern vor, die sie selbst entwickelt haben. Krass, die Creme de la Creme, die Besten der Besten. Das ist wirklich eine Besonderheit, dass die alle auf dem Haufen sind und für euch zaubern. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Oh mein Gott, Jungs, Bruder, Alter. Ehrlich, geil. Ey, ich freue mich so. Ich freue mich Digga, so ich krass. Muss ehrlich sagen, Nahim, ich bin schon seit kleiner Junge ein Fan von Zauberei gewesen. Ja. Ich habe mir damals sogar immer Tutorials angeguckt, wie man Karten verschwinden lässt. Und guck mal, wie viele Karten hast du heute hier, Cousin? Ja, Bro, das, denn, ja? Das ist halt auch das Ding. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan von Somyon Cards. Ich finde, es sind die geilsten und hochwertigsten Kartendecks überhaupt. Vor allem das Ding ist auch, ich bin so, kennt ihr das, wenn normalerweise Zauberer kommen und die präsentieren so Kartentricks? Ich finde es immer so ein bisschen... Wenn ich dieses langweilige Kartendeck schon sehe, denke ich mir schon stimmt. So, kennt man schon. Aber würde jetzt jemand mit so einem Kartendeck kommen, würde ich mir direkt denken, dann so, du, der ist oh abgefuckt, shit. Gell? Also, verstehst du? So, was kommt jetzt, was kann ich erwarten, so nach dem Motto, weißt du? Das ist schon sehr, sehr nice. Welche findet ihr so am schönsten?
Also Bruder, ich sag dir ehrlich. Die goldenen, die du da hast und die schwarzen hier. Ich werde mir alle einpacken, Bruder, ja? Ich hab mitbekommen, was sind so eure Favorites? Das soll so für Beginner sein, für Leute, die so gerade erst reinkommen. Das ist das Set gut. Und dann gibt's noch was. Was für Feinschmecker. Das nehme ich mit für meine Tochter, damit sie muss auf jeden Fall Trickbetrügerin werden. Ich finde auch geil, dass es so viele verschiedene gibt, ne? Vor allem ehrlich. Sowas hier auch, so Science-Fiction-mäßig. Ja, das ist Cyberpunk, Bruder. Cyberpunk, sieht man doch, Bruder. Cyberpunk. Bruder. Geil, Digga. Ehrlich. Vor allem ist es so hochwertig, ne? Das darf man nicht unterschätzen. So, denk mal an herkömmliche Kartendecks und jetzt check mal die ab, bitte. Bruder, geisteskrank, guck mal bitte. Man lernt die Tricks dadurch auch schneller, wegen der Qualität halt einfach, weil man nicht mehr Dreck arbeitet. Das ist das Ding. Deswegen unbedingt ganz wichtig für Zauberer und auch für Cardis. Cardis. Wisst ihr, was Cardis sind? Das sind Leute, die so ein bisschen mischen, Tricks machen und so. Genau, Geschichten. Genau, solche Leute. Und für solche ist das. Und deswegen unbedingt eine Empfehlung von mir. Vor allem, besonders jetzt gerade, gibt es die krasseste Aktion, das gab es bisher noch nie. Ja. Weil normalerweise gibt es von den limitierten Decks, die releasen immer so einen pro Monat und so. Immer so ein Drop. Und gerade jetzt sind alle verfügbar. Oh. Und es gibt eine Aktion, die hatten die noch nie. Es gibt nämlich gerade 15% Rabatt. Auf alles? Mhm. Boah, das ist heftig. Kann man damit auch so Poker spielen und so? Ja, safe, kannst alles damit machen. Krass, das ist halt das Geile. Digga. Weißt du, es ist nicht nur für Zauberer, sondern wenn ihr jetzt am Poker spielen seid oder so, ich finde, es kommt direkt viel, viel cooler, wenn wir jetzt so am Poker spielen wären, wenn wir so solche Kartendecks hätten, oder? Krass, ich sag dir ehrlich, natürlich ohne Geld, aber so wäre krass, Bruder. Genau. Ich sag dir ehrlich, ja? Safe, Digga, ja? Geil. Heftig. Was sagst du denn dazu? Freut mich, dass unsere Karten euch gefallen, auf jeden Fall. Ja, das absolut, das ist das krasseste überhaupt, finde ich. Ja, es ist so für jeden was dabei. Die gehören dir? Das ist, genau, das ist meine Marke. Hier, darf ich ein paar Stück mitnehmen dann? Zu Hause. Ja, darf ich auch? Lass mal. Kann ich hier alles hier? Nee, räumt mal ab. Jawohl, geil. Ja. Dürfen wir wirklich bald? Ich habe Nachschub für euch dabei, ihr könnt alles verhalten. Geil, Alter. Geil, Digga. Korrekt, geil. Ehrlich, korrekt, Digga. Dankeschön. Cool. Was zeichnet die Karten noch aus? Haben die irgendwelche Feeds? Gibt es irgendwelche... Die Qualität der Karten ist darauf ausgelegt, die sind langlebiger. Vielleicht kennt ihr das, ne? Wenn du so Pokerabend oder so, du packst die Karten aus und drei... Zerknittert, genau, alles. Genau, halbe Stunde gespielt, sieht aus wie Klopapier. Ja, safe. So. Vor allem bei mir ist das so schlimm, ich kann nicht ruhig sitzen und ich spiele immer damit rum. Genau. Und danach sehen die aus wie Scheiße. Aber die gehen beim Biegen auch zurück irgendwie. Genau, also die biegen in sich der normalen zurück. Form genau, wieder. Das ist wirklich die beste, wir stellen beim besten Kartenhersteller der Welt her, ist die beste Qualität, die Karten haben können. Geil. Deswegen, die sind langlebig, elastisch und für Zauberer, aber auch einfach so zum Zocken, ist auch cool. Heftig, ja. Merkt man. Vor allem, guck mal, wie lange ich die jetzt schon in der Hand hatte und mit denen rumspiele und du siehst nichts so, ne? Safe. Hey, freut mich voll. Cool. Richtig nice. Deswegen checkt das unbedingt aus über den ersten Link in der Videobeschreibung. Richtig nice. Wie gesagt, denkt dran, einmalige Aktion, gerade für einen begrenzten Zeitraum gibt es 50% auf alles. Gab es noch nie. Und ich bin hyped. Ja, passend zu der Folge. Deswegen würde ich sagen, ich bin so gespannt auf die Zauberer jetzt. Ich auch, Digga, ehrlich, Bruder. Okay, dann würde ich sagen, schlag mal gar nicht was rum, oder? So, mit unserer Zauberer. Einmal bitte! Mein Gott. Boah, Bruder, ja. Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich wie ein Hogwarts. Ich bin echt aufgeregt, Alter. Meinst du bei Nummer 2 so ein bisschen? Bruder, der hat drei Brillen an, Cousin, ja? Ich bin echt gespannt jetzt. Okay, ich würde sagen, wir schlagen auch gar nicht was rum. Nein, ich will den Trick. Der erste kann sich vorstellen. Digga. Hi, ich bin Jan Juru. Und ich bin Zauberweltmeister in Mentalmagie. Oh mein Gott. Weißt du, was mich richtig in meinem Bauch macht? Das sind nicht Leute, die so halbwegs Zauberer sind, sondern jeder von denen ist ein hundertprozentiger. Und wir müssen nur den Weltmeister raussuchen. Quasi den Besten der Besten. Den Besten der Besten, Digga. Heftig, ja. Mentalmagie, was machst du denn so? Naja, das ist Gedanken lesen und Zukunft vorhersagen. Meistens ist eins von den beiden. Und das muss man halt auf möglichst unterschiedliche und unterhaltsame Arten. Ich habe eine Zahl von 1 bis 3 in meinem Kopf. Welche Zahl ist es? 2. Vor 1, der ist raus. Nee.
Nee, aber tatsächlich, das funktioniert nur, wenn ich nach meinen Regeln spiele, weil es ist ja trotzdem Zauberei, es ist also trotzdem Täuschung auf irgendeine Art und Weise. Kannst du uns denn was zeigen? Klar. Mit wem willst du? Hab was vorbereitet. Ich würde sagen mit Sammy. Nein. Du hast schon gerade so gefragt. Magie ist Koda sein Spezialgebiet. Ich glaube, ich muss euch noch so ein bisschen kennenlernen, um zu entscheiden, mit wem ich das mache. Ich fange einfach mal was mit dir an, ja? Ey, Birra, was ist das für ein Hogwarts-Koffer, ja? Das ist krass, Digga, ehrlich. Zauberei. Geil, wie lange machst du schon? Ich mache, seit ich 5 Jahre alt bin. Krass, wie alt bist du jetzt? 25? Ja, ungefähr. Krass, okay. 39. Jahre. Krass, heftig. Das sieht man also dir ehrlich nicht an. Schon eine Weile. Heftig. Ich würde sagen, bevor ich anfange, ich habe dir was mitgebracht. Mir was mitgebracht? Ja, ich Oha. Komme. Pralinen. Boah, ich weiß nicht, eigentlich du wollten wir hier? Die eh durchziehen. Aber na Mensch, also du isst Pralinen manchmal. Ja. Ja. Okay, pass auf. Es sind 4 Stück. Ja. Marzipan, Haselnuss, Trüffel und Zartbitter. Ich würde dich bitten, gib mir erstmal eine hier auf den Teller, die du nicht essen möchtest. Eine rausnehmen, auf den Teller legen, die du nicht essen möchtest. Marzipan, Haselnuss, Trüffel oder Zartbitter. Machen wir mal Trüffel. Trüffel willst du nicht essen, ja? Nee. Soll ich rausholen? Ja, ja. Mit der Verpackung? Genau. Einfach hier drauflegen. Ja, Naim, ich wäre jetzt ein schlechter Mentalist, wenn ich nicht schon vorher gewusst hätte, dass du Trüffel nicht essen willst, ne? Deshalb, du hast mit der Verpackung rausgekommen, steht hier bei Haselnuss unten drunter, ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein. Ja. Hier bei Marzipan steht... Nein. Ja. Bei Zartbitter steht... Ja. Nein. Jetzt kannst du mal gucken, hier, Trüffel wolltest du nicht, ne? Boah! Das ist gut! Das ist gut! Ey, fängt schon krank an. Ich lass die mal hier stehen. Die könnt ihr essen, aber noch nicht jetzt, bitte, später, okay? Niemals echt die, aber danke fürs Ding. Boah, Digga. Warte, Moment. Das ich war bin schockiert. Warm-up. Das war krass. Das war mein Warm-up, jetzt kommt mein Trick. Okay. Okay, pass auf. Da bin ich schon ehrlich, das war schon krass, war schon gut. Den Trick mache ich, mach den mit dir, Sammy, okay? Okay. Und du hast dir meinen Namen gemerkt, das gefällt mir nicht, okay. Das ging ganz schnell. Erklär mir den erstmal. Ich erklär gar nichts. Okay, dann... Dann machst du das morgen nach und dann bin ich meinen Job los. Also, Sammy, ich stell dir eine Frage, du antwortest bitte nur in Gedanken, nichts laut sagen, okay? Okay. Hast du irgendwann in deinem Leben schon mal Angst gehabt vor Insekten? Nichts sagen, schau mich an. Okay. Gut, danke schön. Ich werde jetzt gleich, hätte mich ein bisschen überrascht jetzt. Ich werde gleich schnipsen. Wenn ich schnipse, tu mir einen Gefallen, schließ sofort deine Augen. Aber keine Hypnose. Ist keine Hypnose, überhaupt okay. Nicht, versprochen. Okay. Keine Hypnose. Du schließt deine Augen, wenn ich schnipse. Und stellst dir vor, du hättest in deiner Hand... Nein, bitte nicht. Ja, warte. Nein, bitte nicht, Bro. Du stellst dir vor, du hättest in deiner Hand Würmer. Oh mein Gott. Noch nicht. Schau mich an. Augen zu. In deiner Hand ein Haufen Würmer. Und jetzt zählst du in Gedanken die Würmer. Du zählst die Würmer in deiner Hand. Wenn du das Gefühl hast, du hast dich verzählt, mach nichts, einfach weiterzählen. Wenn du das Gefühl hast, da tauchen neue Würmer auf, die vorher nicht da waren. Einfach mitzählen. Es geht um dein Gefühl, Sammy. Was schätzt du, wie viele Würmer sind in deiner Hand? Wenn du eine Ahnung hast, machst du die Augen vorsichtig wieder auf. 5. 5 hast du gesagt? Ja. Mach Augen auf. Hol mal bitte, ist kein Würmer da. Hol mal den Zettel raus, falt ihn komplett auf und lies laut vor, was da drauf steht. Du siehst in deinem Traum genau... Was? Ja! Was? Ey Jungs, ich hab keine Lust mehr auf die Folge, ne? Nein, du hättest ja irgendeine von den... Warte, bitte! Ja, okay. Digga, wie krass ist das? Digga, der Typ ist ein Champion! Von wo wusstest du das? Krass, ehrlich. Du hast irgendwie aus dem Bauch raus, ne, entschieden, ja, Trüffel will ich nicht. War irgend so ein Gefühl bei dir, ne? Mhm. Die könnt ihr gleich alle essen, die ihr nicht aussortiert habt. Lieber nicht. Sag mal jetzt nicht lang rumschnacken. Wir bitten unsere Special Guests... Nein, nicht, dass da jetzt Würmer drin sind, Bro. Nie im Leben. Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh wenn da jetzt 5 Würmer drin sind, ne? Wenn da jetzt genau 5 Würmer drin sind. 5 Würmer. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Ich bin weg, Digga. Das ist für mich... Ich bin raus. Ey, danke, Nahim, Baba, Folge, Bruder, ja? Ich küsse dein Auge, mein Bruder, ja? Digga, oh mein Gott, ja? Vor allem, die sind lebendig, Bro, ne? So, die anderen könnt ihr essen, da sind keine Würmer drin. Nee, Bro, alles cool. Und warte, dann schneide ich die zumindest einmal auf, dass ihr seht, da sind keine Würmer drin, ja? Hier, Zartbitter, Haselnuss und du bist ja Insektenfreund. Und das war das Einzige, was du gewählt hast, was nicht ging. Ja, aber wie, war er hier, während wir irgendwie weggeguckt haben? Nein, ne? Oder nimmer immer. Nein. Hart, Digga, ehrlich. Heftig. Also. Ey, Respekt, Digga, ehrlich. Sehr krass.
Ich bin schockiert. Ey, nein, man merkt das Level jetzt schon, Bruder. Man merkt das Level, Bruder. Das ist sehr, sehr crazy. Also jetzt bin ich noch gehypter auf die anderen Tricks, Alter. Ich schwöre, ich auch. Erinnerst du dich, damals haben die uns so versucht, ja, mit Kartentricks. Ja, irgendwelche Kartentricks und sowas, das fand ich schon krass. Ja. Ich fand das schon krass. Aber das jetzt gerade, oh mein Gott, Alter. Heftig, ey. Respekt, Digga, ehrlich. Ich bin geschockt. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klarstellen, wie unwahrscheinlich ist es bitte, dass wir vor all den Leuten, die auch gerade zugucken, das Ganze faken würden. Das nervt so krass, ne? Wahrscheinlich riskieren wir so krass alles. Niemals. Und faken das Ganze. Niemals, Cousin. Ich will so, dir doch entlarven. Das muss man auch jetzt mal klarstellen. Ich sehe jetzt schon wieder, voll fake, das ist doch abgesprochen. Das sind ja auch alles professionelle Zauberer. Ja. Als ob die jetzt auch den Ruf riskieren und das Ganze mitfaken würden. So voll dumm einfach. Verbrannt. Dann dank dir, Jan. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Mein Name ist Marc Weide, ich bin 32 und ich bin Weltmeister in der Parler-Zauberkunst, also Bühne. In was? In der was? Nennt sich Parler, kommt aus dem Englischen und heißt Bühne. Bühne, ah, okay. Krass. Genau, also ich bin Weltmeister in der Sparte Bühne geworden, wenn man so möchte. Siehst aber aus wie ein bisschen wie Kaufmann, so Bankkaufmann und so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Nein, aber ist beides. Kompliment. Ist beides. Wie beides? Nein, das war's, Spaß. Natürlich nur Kompliment. Okay. Wie lange machst du das schon? Seitdem ich 14 bin. Ich bin jetzt 32, also schon eine ganze Weile. Als Kind wurde mir mal ein Huhn in meinen Händen gezaubert. Da hat jemand so ein Tuch gehabt, hat das hier dreimal auf meinen Händen gepackt und dann hatte ich ein lebendiges Huhn auf meinen Händen. Ziemlich geil. Wie geht das? Gute Frage. Das würde ich selbst gerne wissen. Also. Aber klingt nach einem geilen Trick. Ja, der Typ ist bis heute in meinem Kopf. Ich war da 14. Okay, dann weiß ich, was du jetzt gerne sehen möchtest. Okay, bring die Hühner rein. Kannst du uns was zeigen? Klar, wie es der Zufall so möchte, habe ich was vorbereitet. Aber kannst du auch Menschen durchschneiden und so? Ja, ich habe das mal gemacht mit meiner Schwester. Oh, dann will sich freiwillig melden, ja? Aber seitdem habe ich zwei Halbschwestern. Okay, ich würde so einen kleinen Trick mit euch machen, den ich auch direkt mal erkläre. Also erkläre, wie Zauberkunst funktioniert, weil oft zeigen wir nur Tricks, aber sagen nicht, wie es geht. Deswegen drehe ich es mal ein bisschen um. Ich mache das mit dir, Koda, okay? Ja, okay. Ja, okay, Koda, kennst du dieses Spiel mit den drei Bechern und dem einen Würfel und du musst raten, wo der Würfel liegt? Ja, das Scam-Spiel, ja. Dieses Hütchenspiel, ja. Ich spiele das gleich mit dir und damit du auch eine faire Chance hast zu gewinnen, habe ich die Anzahl der Becher von 3 auf 1 reduziert. Das ist nicht persönlich gemeint. Das macht es einfach nur leichter für den Trick. Also ein Becher und ihr könnt euch schon denken, was wir noch brauchen hier, und zwar den Würfel. Der liegt allerdings bereits auf dem Becher. Ja, genau da. Und der war vorhin nicht da. Der war nicht da. Und jetzt wäre deine Frage quasi, wo liegt der Würfel? Was würdest du sagen? Ja, der liegt auf dem Becher natürlich. Abitur, oder? Merkt man sofort. Nein, abgebrochen. Das ist Spaß. Also, er kann an 3 Orten sein, der Würfel. Einmal unter dem Becher selbst, in der Hand oder dritte Möglichkeit, in der Tasche. Wenn du spontan raten müsstest, ja, ich mische mal kurz durch, liegt er in der Hand, unter dem Becher oder in der Tasche, was würdest du meinen? In der Tasche? Gar nicht schlecht, würden viele vielleicht antworten. Hättest du Hand gesagt, wäre es falsch gewesen. Ja. Hättest du Becher gesagt, wäre es ebenfalls falsch gewesen. Du hast Tasche gesagt und deswegen ist Becher richtig. Boah, stark. Oma, ich hab auch gesagt, ich würde es erklären, deswegen, ich erkläre, wie ich es gemacht habe, okay? Es ist mega fies, Koda, weil du kannst gar nicht gewinnen, logisch. Du hast wirklich nur einen Würfel, einen Becher, mehr hast du nicht. Und alles, was ich mache, ist, wenn ich den vor am Ärmel reibe, wird das Leder vom Becher warm und durchlässig. Und dann kannst du einfach mit den Fingern den Würfel einfach so durch den Boden ziehen. Bravo, Digga, krass, Digga. Durchdringt einfach den Becher. Pass auf, eine ganz, ganz schnelle Runde. Also liegt er unter dem Becher, in der Hand oder in der Tasche? Bevor du antwortest, hier ist ein kurzer Tipp von meiner Seite. Was willst du sagen, Koda? Ich weiß nicht. Im Becher? Im Becher? Ja, ja, völlig richtig. Wie kommst du darauf? Ja, Wahnsinn. Wie ich es wirklich mache, das ist jetzt die echte Erklärung, ich lenke euch ab. Also wenn ich sage, ich lege den Würfel in meine Hand, sagt ihr vielleicht, ja, ich wette, der Sneaky hat den irgendwie heimlich in den Becher. Nee, also erst wenn er hier oben in der Hand verschwindet, erst dann wandert er oben drauf auf dem Becher. Also Alter, krass, heftig, krass, ehrlich. Krass. Ich mach's nochmal, okay? Achtet diesmal genau auf den Würfel. Das ist der Moment, wo alle nachher im Video zurückspulen werden. Achtet genau auf den Würfel. Auf 3 lasse ich den Würfel verschwinden. Ich habe hier einen spontanen Zauberstab. 1, 2. Ihr müsst vielleicht kurz blinzeln, das wäre total toll von euch. Ich habe geblinzelt. Okay, Spaß. 1, 2. Oh. Hä? What the fuck? Sorry, jetzt ist der Stift weg. Aber, warte.
Ey, ich hab, das war... Das war krass, Digga. Aber warte, warte, der Bro, das sah aus wie ein Schnitt gerade. Warte, der Stift ist nicht wirklich weg, der Stift ist genau hier. Krass, ja? Digga. Und meist merkt man dabei nicht, wie eigentlich der Würfel verschwindet. Oh, Digga, ehrlich. Oh mein Gott. Die Leute werden sagen, das Junge, ist geschnitten. Junge, ich hab meine Augen die ganze Zeit auf den Würfel gehabt. Die Leute werden sagen, das ist geschnitten. Heftig, Digga. Hey, Junge, oh mein Gott. Das glaubt man nicht, wenn man nicht selber hier sitzt. Ja, das glaubt man nicht, Digga. Der Trick ist noch nicht ganz vorbei, weil fairerweise, Koda, muss ich sagen, es geht gar nicht um den Würfel, okay? Okay. Der Würfel dient nur zur Ablenkung. Also du sollst die ganze Zeit auf den Würfel achten, damit natürlich ihr alle nicht merkt, wie unterm Becher die Zitrone erscheint. Ja? Das ist nämlich das, was eigentlich passieren soll. Und ich verstehe bis heute nicht, wo die Kartoffel herkommt. Oh mein Gott, heftig. Heftig, heftig. Ist weg, Digga, ehrlich. Sehr schön, sehr schön. Sehr stark. Sehr heftig. Cool, Digga. Krass. Boah, das mit dem Würfel fand ich krank. Vor allem, wie der angefangen hat. Ne? Da war kein Würfel, auf einmal ist da ein Würfel drauf. Und wir gucken ihn doch die ganze Zeit an. Ich fand's so krass, wie der Stift auf einmal weg war. Ja, der war krass weg. Der war. Also man merkt, diese Fingerfertigkeit ist geisteskrank, ehrlich. Ich kann's mir nicht erklären, das ist das Ding. Ich kann's mir wirklich nicht erklären. Heftig. Ich bin speechless. Ich hoffe, der hat noch mehr dabei. Die Tricks, die sie uns jetzt gezeigt haben, das sind schon 10 von 10 Tricks. Auch vom ersten, es war ein 10 von 10 Trick, der auch, der war 10 von 10. Aber ist das ein Weltmeistertrick, weiß ich nicht. Das ist die Frage. Das ist die Frage, das weißt ist die Frage. Du so? Ich Deswegen denke, es sind einfach gute Magier. Ja, aber ist es ein Weltmeister, das weiß ich nicht. Es war schon Perfektion, muss man war sagen. War schon cool. Also es war so gut, dass ich jetzt weiß, dass Leute so sagen werden, okay, das ist genau. Fake. Und davor mit dem Würfel vor allem, das war ein Schnitt. Das war drauf aufgetaucht und er stand weg. Heftig. Okay, dann dank dir und dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Hi, ich bin's mal wieder, euer Professor. Mein Name ist Miles Pitwell, ich bin seit 20 Jahren hauptberuflich professioneller Zauberer, trete hauptsächlich in der Rolle eines verrückten Professors auf und ihr wollt wissen, ob ich Weltmeister bin? Taten sprechen mehr als 1000 Worte, deswegen würde ich sagen, ich zeige euch einfach was. Perfekt. Okay, okay. Geil. Thank you.
Heftig. Heftig. Ja. Ey, ich kann es mir einfach nicht erklären, das nervt mich so. Sehr krass. Auch meinen größten Respekt, ehrlich. Ja. Wir werden es sehr, sehr schwer haben. Also die ersten drei waren auf jeden Fall schon mal sehr krass, ja, muss man ehrlich sagen. Die Frage ist jetzt, wer ist der Weltmeister am Ende des Tages? Genau, Bruder. Aber das sind alles Profis, 100%. Ja. Und alles Showmans. Ja. Weil jeder hat so diese Note gehabt, weißt du, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, safe. Diese Aura. Genau, als wir sonst Bruder. Magier ja schon gedreht hatten, war das immer so, gab schon ein, zwei, wo man wusste, ah, okay, die haben jetzt den Trick vorbereitet und sind sonst keine. Aber bei denen ist es ja, alle sind safe professionelle Zauberer, da braucht man gar nicht drüber reden. Nice, dann danke dir für deine Performance. Dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Okay, ich bin der Sven. Sven Heubes, komme aus Düsseldorf. Ich habe im Alter von 13 angefangen zu zaubern. Also ich war noch ein Jahr jünger als der Marc, der behauptet, Weltmeister zu sein. Deshalb zaubere ich seit 41 Jahren, seit 31 Jahren hauptberuflich. Und ich habe die Weltmeisterschaft gewonnen 2012 in Blackpool. Die große Fism-Weltmeisterschaft mit einer Darbietung, was noch bisher keiner gemacht hat. Eine echte Innovation in der Zauberkunst. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten, denn jetzt zeige ich euch gerne erstmal ganz kurz, wie man wirklich Gedanken liest. Oh, shit. Das war eine Ansage. Also Bruder, gell? Du wirst so ein bisschen gestichelt. Vom Bauchgefühl. Er ist der größte Entertainer vom Bauchgefühl. Er sieht einfach so ein bisschen aus, weil ich war gerade schon geschockt mit Sven. Der sieht aus wie ein libanesischer Autohändler, der Brett. Jeder von denen hat gesagt, in welchem Bereich er Weltmeister geworden ist. Außer er. Außer der Dritte. Der Dritte hat das nicht gesagt, in welchem Bereich. Aber er hat es so angespielt mit, ich überzeuge euch davon. Ja. So, aber darum lassen wir es kurz weg. Ich bin gespannt auf seinen Trick. Ihr seht jetzt nicht das erste Mal Magie. Glaubt ihr an Gedankenlesen überhaupt? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Finde ich spannend, finde ich gut. Ich glaube nämlich auch nicht dran, weil wir wissen ja, wo der Betrug sitzt. Ich glaube, dass man Menschen lesen kann. Aber wir leben in einer Zeit, die viel zu schnelllebig ist. Das heißt, die Leute lesen heutzutage nur noch die Überschriften in der Zeitung, haben ihre Meinung, lesen den Artikel nicht mehr zu Ende. Selbst wenn unten am Ende des Artikels das völlige Gegenteil steht, haben wir es nicht mehr mitgekriegt, weil wir haben unsere Meinung ja bereits. Das heißt, wir laufen ohne Achtsamkeit durch die Welt. Wenn ihr in einem Restaurant sitzt, in einem Zug, in einem Bus oder in der Kinowarteschlange steht und einfach euch wildfremde Menschen anschaut, Gestik, Mimik, Physiognomie, Augenkontakt, Atemfrequenz, Kleidung, Schmuck, Haltung beim Gehen, das sind alles Dinge, die euch viele, viele Sachen schon über einen wildfremden Menschen sagen können. Oder ich feier den, Digga. Ja, auch wie der nahe kommt und wie selbstbewusst er auftritt. So, im Gegensatz zu ihm dürft ihr bei mir den Würfel auch mal anfassen. Der ist cool, Digga. Ich möchte euch jetzt ein bisschen ganz kurz demonstrieren, wie man Menschen lesen kann, und dann treiben wir das gleich noch auf die Spitze, okay? Wir fangen mit dir an. Ich würde mich umdrehen, damit ich nicht sehe, was für eine Zahl du wählst. Du wählst eine Zahl, diese legst du nach oben, deckst sie mit der Hand ab, mit einer Chance von 1 zu 6, werde ich versuchen, die zu erraten, und ich werde euch daran teilhaben lassen, wie wir das erraten. Gucken, ob ihr mir da folgen könnt. Seid ihr bereit? Okay. Gibst du mir einfach ein Zeichen, wenn du soweit bist? Ja. Ja. Okay. Wunderbar. Ich würde dich jetzt bitten, nur einmal langsam hintereinander die Zahlen von 1 bis 6 aufzuzeigen. Ungefähr in dem Tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokern würde ich nicht gerne mit dir, aber es ist schon spannend. Falls es euch aufgefallen ist, meiner Meinung nach hat er eine Zahl etwas weniger betont. Das macht er nicht absichtlich, das macht sein Unterbewusstsein, weil sein Unterbewusstsein weiß, dass ich versuchen möchte, seine Zahl zu erraten. Dadurch hat er sich verraten. Meiner Meinung nach hat er die Zahl 6 etwas weniger betont. Wollen wir einmal nachschauen? Okay, pass auf. Ah, Moment, das ist eine Chance von 1 zu 6. Wir machen das nochmal mit dir. Etwas anders. Such dir auch eine Zahl aus. Ja. Schon passiert? Ja, ihr seid schnell. Passiert. Ja. Ich möchte, dass du gar nichts sagst. Du möchtest mir nur bitte in die Augen schauen und ihr schaut auf sein Gesicht. Wenn ich die Zahl von 1 bis 6 sage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du da drauf kommst, gell? Ich hol dir einen runter, ich sag dir das jetzt. Also das ist euer Flufferboy? Okay. Bei einer Zahl, meiner Meinung nach, hat deine linke Augenbraue ein bisschen gezuckt. Wenn ich es übrigens zweimal hintereinander schaffe, ist nicht mehr eine Chance von 1 zu 6, sondern eine Chance von 1 zu 36. Und bei dir gehe ich davon aus, dass du die Zahl 4 gewählt hast. Oder oh mein Gott, Bro, Jungs, Alter. Wir gehen noch einen anderen Weg. Gleich. Wir haben nach der Zoll. Hör mal, pass auf. Für dich mit den roten Haaren du gilt. Du bist krass, Digga. Oder mit den roten Haaren für dich gilt, wenn es gleich irgendwo zwischen deinen Ohren in deinem Kopf kribbelt,
Damit nicht, dass der deine Gedanken liest. Solltest woanders kribbeln. Und bloß nicht mit dem hinterher in meine Garderobe. Das ist echt, wir sind nicht in Köln. Okay, okay, okay. Du suchst dir auch nochmal eine Zahl aus. Mach mal hin. Ja, hier, komm mal her. Okay. Ich würde dich auch bitten, ja, am Anfang einmal die Zahlen von 1 bis 6 zu sagen. Bloß diesmal werde ich versuchen, übrigens, wenn es nochmal klappt, eine Chance von 1 zu 216, werde ich dich versuchen, an der Zahl zu stoppen, die du gewählt hast. Starte. 1, 2, 3. Stopp. Die 3. Das ist einfach richtig. Es ist die 3. Ja. Jetzt haben wir natürlich den Fall, dass ihr euch alle habt verraten können, weil ihr vorher wusstet, was ihr gewählt habt. Ich werde nochmal, du hast mir gerade so ein zweideutiges Angebot gemacht. Das war eindeutig, oder? Zweideutig. Ich würde dich bitten, noch einmal zum letzten Mal, sollte es mir ein viertes Mal gelingen, 1 zu 1296, würde ich dich bitten, den Würfel unter deiner Hand zu würfeln, dass du selber nicht weißt, was du gewürfelt hast. Ja, einfach würfeln unter deiner Hand, okay. Damit du nicht weißt, was du gewürfelt hast. Damit bist du nicht in der Lage, dich selbst zu verraten. Ist das okay? Mhm. Ich habe noch nicht die Zahl gesehen. Nein, du sollst sie auch nicht sehen, okay, damit du dich nicht verraten kannst. Die andere Hand, den Zeigefinger, nimmst du und packst ihn auf meinen. Das mag nicht viel bedeuten für dich, aber ich bin Marsianer und du bist jetzt schwanger. Was auch immer das bedeuten mag. Es fühlt sich an für mich wie, du bist in der Mitte, du sitzt da wie ein Ass, müsste eine Eins sein. Digga, oh mein Gott, hä? Ich kann... Und das Ding ist, dieser Würfel war jahrelang ein Begleiter für mich, ein Glücksbringer in meinem Portemonnaie. Aber ich finde es heute so spannend und da du so ausflippst, schenke ich dir den als Andenken an den heutigen Tag. Am besten das Portemonnaie tun, weißt du warum? Immer wenn du reinschaust, hast du was drin. Und so, okay, das war jetzt 1 zu 1296. Seid ihr bereit für ein richtiges Gedankenlesen zum Abschluss? Ja. Gut. Ich bin nämlich nicht nur in der Lage, Gedanken zu lesen, ich bin auch in der Lage, Gedanken zu senden. Und ich werde das jetzt hier tun. Ich werde gucken, wer als erstes was empfängt von euch. Wer möchte? Du schaust so aus, so, ja, nimm mich. Gut, okay, ich schreibe mal was auf. Okay, kurze ehrliche Frage von mir, kurze ehrliche Antwort von dir. Ja oder nein? Hast du irgendeine Ahnung, was ich hier aufgeschrieben habe? Nee. Nein? Das ist richtig, du bist gut. Okay. Aber es geht ja auch nicht darum, dass du mich erraten sollst, sondern ich muss was erraten. Ich würde dich bitten, an eine Zahl zu denken, eine zweistellige Zahl, irgendeine Zahl zwischen 10 und 99. Viele nehmen die 23, vielleicht die nicht, falls das die erste Gedanke gewesen sein sollte, der in den Sinn kam. Hast du eine Zahl im Kopf? Ja. Möchtest du das nochmal ändern? Nee. Gut, du bleibst bei der Zahl. Schau mir tief in die Augen. Zeichne die Zahl zwischen uns beiden in die Luft, in großen Ziffern, nur vor deinem geistigen Auge, mach sie größer, lass sie leuchten. Und wenn du sie zwischen uns beiden hängen siehst, dann schau mir die Augen und brüll mir die Zahl nur in deinem Geiste entgegen. Tu es jetzt. Okay. Schwierige Sache. Zum allerersten Mal würdest du uns verraten, was ist die Zahl, an die du jetzt die ganze Zeit gedacht hast? 22. 22. Hat das irgendeine besondere Bedeutung für dich? Nö. Glaubst du, wir haben vorher nichts abgesprochen, du bist nicht gebeten worden, irgendeine Zahl zu nennen, du hast vorher nichts irgendwie aufschreiben müssen, keiner ist auf dich zugekommen. Kann es sein, dass ich die Zahl aus dir heraus gelesen habe? Glaubst du es oder nicht? Es wird einen Grund geben, warum ich die 22 aufgeschrieben habe. Aber wir steigern uns noch einmal. Wir steigern uns noch einmal in die letzte Runde. Und zwar, da ich das eben mit dem Abschluss mit dir gemacht habe, würde ich den Abschluss noch einmal hier mit dir machen, Koda. Ich würde dich bitten, nicht an eine Zahl zu denken, sondern an irgendeinen Ort auf diesem Planeten. Es ist eigentlich völlig egal, wie groß und wie klein, vielleicht nicht etwas, was wir noch nie gehört haben, Klein-Kleckersdorf, aber auch keine große Weltstadt wie Rom, London, Paris, New York. Das wäre zu einfach, das denken so viele Menschen. Hast du irgendeinen Ort auf diesem Planeten in deinem Kopf? Ja. Gut. Mach es wie er, bloß nicht die Zahlen, sondern einfach die Buchstaben zwischen uns. Schreib es einfach zwischen uns. Ich merke, du bist gut, du bewegst die Augen nicht, damit ich bloß nichts von deinen Augen lesen kann. Aber das muss ich ja auch nicht, da ich Gedanken lese. So. Wenn er das jetzt errät, dann ist es vorbei. Ja. Das geht gar nicht. Scheiß die Wand an. Zum allerersten Mal, wie lautet der Ort, an den du denkst? Curaçao. Curaçao. Nein, Curaçao. Also. In Südamerika, Curaçao. Wie wird es geschrieben? C-U. Ja, gut, dass du es weißt. Curaçao. Das habe ich, ich habe so an einen Drink gedacht. Zwischendurch, ne? Gibt es den auch in der Farbe, in Blau wahrscheinlich, ne? Ja, wird es irgendeinen Grund geben, warum ich es aufgeschrieben habe? Digga, ey, das ist doch nicht. Warte mal, das toppt gerade das mit dem Huhn. Ich weiß. Und wenn ihr wissen wollt, womit ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe, dann werdet ihr das im nächsten Mal sehen. Bis dahin. Oh, krass, Digga, ehrlich, heftig. Ey, Jungs, ich hab keine Lust mehr. Heftig. Wollen wir Folge einfach abbrechen, mal, oder? Das geht nicht. Boah, guck mal, Curaçao ist eine Insel, ne? Die ist irgendwie 80 Kilometer lang und 40 breit.
in Südamerika, irgendwo, wo meine Mutter herkommt. Wie? Wie? Also ihr habt alle noch einen Trick dabei. Aha, ein? Wir können die ganze Nacht durchspielen, wenn ihr wollt. Und alle haben super gemacht. Ich könnte keinen jetzt sagen, der war besser als der andere. Ja, habt ihr einen Favoriten schon? Favoriten? Schwer. Boah, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Aber am faszinierendsten fand ich immer noch das hier, muss ich echt sagen. Ich fand, jeder hatte so einen Schwerpunkt, der am meisten überzeugt hat. Alles war krass, aber hier die letzte Nummer fand ich am krassesten, weil ich einfach dran gedacht habe und du sagst, du weißt es, aber das Ding ist, alles kann man nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche es mir herzuleiten. Ich denke mir, das sind ja alles Tricks, das ist das Ding. Du versuchst dir alles herzuleiten, aber kannst du dir hier was vorstellen? Das ist halt das Ding. Deswegen sagst du, das hat mich am meisten fasziniert. Weil alles andere kann man vielleicht irgendwie noch echt fertigen, aber das. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf Nummer 1, auf den zweiten Trick. Ob wieder irgendwelche Würmer am Spiel sind. Ihr wollt noch was sehen? Gerne. Ihr habt gemerkt, ich zauber gerne mit Essen. Ja. Ich habe keinen Hunger, ich bin satt, ich habe keinen Hunger, alles gut. Ich kann nicht kochen, ist das Problem. Wer von euch kann am schlechtesten kochen? Boah, Digga, schnick, schnack, schnuck, Jungs. Am schlechtesten? Lass mal auf drei auf denjenigen zeigen. 1, 2, 3. Ey, kleinen Wichser, Digga. Du hast 2 bekommen. Ich gebe dir das, Sammy. Bitte noch nicht reingucken, ja? Irgendwie einstecken, draufsetzen, wie du willst. Perfekt. Aber am Ende sind da Würmer drin. Na, Quatsch. Okay. Nie im Leben, würde ich nie machen. Sammy, das sehe ich mal hier rüber, das brauchen wir noch. So. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der hieß Ari Fiedler. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Der hat so einen Lieferdienst betrieben für Essen, ne? Also ich bestell mir Essen, weil ich nicht kochen kann. So richtig fancy Sachen hier. Keine Ahnung, was das ist. Du siehst das, du wirst direkt 10 Jahre länger leben, ne? Tolle Sachen. Obwohl der nur ein einziges Gericht kochen konnte. Ja, das heißt, der hat einen Lieferdienst für Essen gehabt, konnte aber nur ein Gericht kochen. Hat nie jemand gemerkt, weil der hatte eine Speisekarte, ja, mit 50 verschiedenen Gerichten drauf. Die hat nie jemand bestellt. Die Leute haben immer nur das eine Gericht bestellt, das er tatsächlich konnte. Nicht, weil die das wussten, das wusste niemand. Sondern weil irgendwas sie intuitiv dazu getrieben hat, genau diese, das ist jetzt über hier, intuitiv das zu bestellen, was er wollte. Keiner weiß bis heute, wie der das gemacht hat. Sammy, Essen sah geil aus auf den Fotos, oder? Sah gut aus. Du darfst jetzt einen Stapel aussuchen, indem du den antippst mit deinem Finger. Du darfst so lange überlegen, wie du willst. Sobald dein Finger den Stapel berührt, ist endgültig. Kannst du nicht mehr ändern. Bitte. Stopp. Den da. Ja. Sammy. Ich fasse den nicht an, ja? Mhm. Du hättest den hier nehmen können. Richtig. Wäre ein Auflauf gewesen, ne? Genau. Hättest den nehmen können, wäre auch Auflauf gewesen. Das hier hättest du nehmen können, wäre, keine Ahnung, Essen mit Pilzen, genau, ne? Ja. Das hier, Guacamole. Er weiß nicht mal, was es ist. Weißt du, Essen mit Pilzen, so. Ja. Drehen wir den ganzen Stapel um. Lakritzschnecken. Cool, da kannst du mal den Umschlag aufmachen. Ich meine, der wird nochmal wichtig. Sag mal, was da drin ist. Aufmachen. Ja, ja. Eine Sache. Niemals, Digga. Nie im Leben. Hier hast du auch Würmer, aber in anderer Form. Oh mein Gott, Bruder. Pass auf. Wir nehmen ihn raus. Oh mein Gott, Junge. Hier liegt einfach Lakritze. Ja. Digga, hier wäre nichts anderes drin, außer Lakritze. Digga, wie krass. Heftig. Vor allem hättest du jetzt das genommen, dann wär's ein bisschen schwer, ne? Wäre anders gelaufen. Ja. Wäre nicht so. Pass auf, du darfst jetzt nochmal aus einem Stapel ein Foto aussuchen. Ja? Aus einem von denen, aber, ja? Genau, welchen Stapel sollen wir nehmen? Wir nehmen genau nur drauf den hier. Den da. Ich fasse den nicht an, okay? Mhm. Pass auf, dass ich den nicht berühre. Mhm. Sonst sag mal, ich würde irgendwas austauschen. Hier, die kommen weg. Die kommen weg. Die kommen weg. Hier, alle weg. Nimm den in die Hand. Ich fasse den nicht an. Dreh den um. So. Genau. Jetzt nicht die Fotos angucken. Mhm. Leg das oberste Foto hier hin. Das hier? Genau. Quer. Das nächste da drunter. Das nächste da hin. Machst du richtig? Machst du richtig, genau. Okay. Boah, machst du aber nicht ordentlich. Das nächste hier? Nee, warte, das nächste hier hin. Da und da. Ja. Ja, und ja. Genau, jetzt nimmst du deinen linken Zeigefinger, tippst ein Foto an. Bleib drauf. Mhm. Ich fasse es nicht an. Mhm. Pass auf, dass ich das nicht berühre. Ich fasse nur die anderen an, die du jetzt aussortiert hast, okay? Mhm. Du hättest jedes von den Fotos nehmen können. Alle. Dreh um. Zeig. Pizza. Mit Pilzen. Sehr geil. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, gibt Schlimmeres. Pizza mit Pilzen. Klingt jetzt komisch. Und ich habe erzählt von dem Ari Fiedler, der konnte nur ein Gericht zubereiten. War Pizza mit Pilzen. Niemals. Ja doch, Ari! Oh mein Gott, Digga! Und warte! Oh mein Gott! Sammy! Ohne Würmer! Ihr denkt, wir haben deine ganze Großküche aufgebaut, ne? Du hast noch den Zettel, fall einmal auf. Es gibt wirklich nur Pizza. Oh mein Gott, Bro. Mit Pilzen, Digga. Ey, Bruder, ehrlich, das ist Respekt, Digga. So geisteskrank.
Bruder, Respekt. Einfach nur Respekt, Digga. Wie krass. Heftig. Digga, ich bin baff. Die ist, krass, sogar, die ist sogar warm, Bro. Bro, die Pizza ist warm. Scheiße, Ari. Hi, Ari, geht's dir? Alles gut? Danke für die Pizza. Ist der Zauberkunst hier, der Mann. Echt? Hey, Junge. Krass. Ey, die Pizza ist warm, Junge. Ich kann nicht mehr, Bruder. Die Pizza ist warm, Bro. Vor allem vorhin kam noch einer aus dem Team und meinte so, wollt ihr Pizza essen? Pizza, und jetzt kommt Pizza. Aber das ist nicht die Pizza, oder? Das war nicht abgesprochen gerade mit nein, dem Team. Nein. Bruder, er ist mein Favorite. Er ist geisteskrank, das Digga. Das ist geisteskrank. Das ist echt geisteskrank. Jungs, ihr habt doch Hunger, ihr wollt doch Pizza essen. Ja, ich hau rein, Cousin. Bei Ihnen, ich weiß nicht, wegen Obwohl, Würmer, Bruder, ich sag ehrlich, Bruder. Sind da Würmer drin? Ach, ich schwör. Oder, ich meine, musst du sagen. Es sind keine Würmer drin. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter, oder? Habt ihr vielleicht noch eine Frage oder so, bevor ich weitermache? Wo kam der Würfel her? Da, wo die Zitrone herkommt. Pah. Hier, dein Kollege meinte, der Würfel ist fake. Das war nicht der Achso, mit der Zahn. Doch, der Würfel ist noch da. Hast du den da? Ja, also da. Ich denke an eine Zahl zwischen 4 und 8. 6. 8. Okay, let's go. Okay, also ihr habt gerade viel Mentales gesehen, also die Kunst, Gedanken zu lesen. Wenn man Weltmeister ist, muss man eigentlich in allen Sparten gut aufgestellt sein. Also man muss eigentlich von jeder Sparte etwas beherrschen, damit man eben dem Titel würdig ist. Und die schwerste Kunst ist eigentlich das, was richtig nah bei euch passiert. Fingerfertigkeit und so, dass man es trotzdem nicht sieht. Und genau das zeige ich euch jetzt. Wie qualifiziert man sich denn für eine Weltmeisterschaft? Es gibt die Vorentscheidungen, die sind in Deutschland. Das ist wie so ein Qualifying in der Formel 1. Da wird ausgesiebt, da treten erstmal so 70 Leute gegeneinander an. Da kannst du dann Platz machen in der Sparte und dann kommst du zu den deutschen Meisterschaften. Das sind dann die großen bekannten deutschen Meisterschaften. Und wenn du da einen Platz machst von 1 bis 3, also auf dem Treppchen landest, dann darfst du antreten für dein Land. Und das hast du gemacht? Das habe ich gemacht 2018 in Korea, in Busan. Hast du da irgendwas gewonnen? Ja, den ersten Platz in der Sparte Parlor Magic. Geld oder sowas? Achso, nee, du kriegst leider nur einen Pokal und Ruhm, Reichtum, Frauen, aber das reicht auch. Sponsoren und so? Sponsoren noch nicht. Also ich arbeite dran, aber nee, es ist wirklich, du kriegst diesen Pokal, das ist eine geile Zeremonie, das wird gefilmt fürs Fernsehen und so weiter. Du kriegst auf Social Media ganz guten Hype, ne, weil du damit so einen Megapokal hast. Das hier wäre doch authentisch. Als Sponsor. Ja, das wären super Sponsoren. Die besten Kartendecks überhaupt. Das wäre doch ein sehr, sehr authentisches. Wenn ich die Jungs mal kennen würde, ne? Ich würde die so gerne mal kennenlernen. Boah, die sind schon geil, die Karten, muss man schon. Ja, ist echt crazy. Ja, ich hab die auch die ganze Zeit in der Hand so. Das fühlt sich einfach geil an. Ja, das sind mega Karten. Karten habe ich zaubern gelernt. Guck mal, siehst oh du? Shit! Oh shit! Oh shit! Da haben wir diese Karten beigebracht. Der wahre Zauberer ist in der Jury, Bro. Dankeschön. Weltmeister in der Sparte Kartenkunst. Ey, du bist Weltmeister in der Sparte Kartenkunst. Ja? Er sah gut aus. Dankeschön. Das sah gut aus. Ich würde was zeigen mit gar nicht viel, es ist wirklich nur sehr wenig. Hier in diesem sehr männlichen Portemonnaie, wie ich finde. Könntest du einmal, Sammy, ich würde dir das Portemonnaie geben. Und Coda, rauchst du privat? Rauchen? Rauchen, also nutzt du Feuer irgendwie? Nee, okay. Aber du kannst bestimmt mit so einem Feuerzeug umgehen. Ich würde dir das einmal in die Hand geben, dass du es gerne einmal gleich anmachst, also gleich erst. Sammy, kannst du einmal den Inhalt der Geldbörse rausnehmen? Da ist so ein Stück Papier drin. Das ist ein dicke Long Paper. Genau. Ja, stimmt quasi. Ich würde mir eins davon ausleihen. Ja. Die Börse kannst du einfach auf den Tisch legen, wenn du... Andere, darf ich rauchen? Ja, klar. Wenn du, tupp dich aus. Dann lass du einen Ellbucker bauen. ein was? War nur Spaß, alles gut. Okay. Darf ich es hinlegen? Nee, kannst du ruhig hier. Okay. Also da passiert nichts mehr groß mit. Es geht nur darum, dass da das Papier drin ist. Coda, könntest du das Feuer mal anzünden? Ganz wichtig, Jungs, nicht blinzeln, okay? Du kannst deins ruhig behalten. Ah, das liebe ich. Ja? Okay. Oh! Okay, das liebe ich auch. Von wo kommt das? Das ist Geld, das sind so Taler aus den Staaten, das sind so echte Silberdollar. Ihr könnt die gerne mal anfassen, damit ihr seht, die sind nicht magnetisch, da, die kann man nicht reinbeißen oder so, es sind einfach Münzen. Richtige echte Münzen, ne? Ja. Sogar ein bisschen schwer, ja? Ja, genau, die sind echt schwer und das Schöne ist, die funkeln gut, also die geben gut das Licht wieder. Genau, könnt ihr gerne, ja, perfekt. Und ganz wichtig für den Trick, meine Ärmel sind hochgekrempelt und ich habe auch keine weitere Münze in den Händen, okay, dass ihr das seht. Ihr habt die Münzen gecheckt, okay. Seid ihr ready? Yes. Ich hoffe, ich auch. Okay, also, Ärmel sind hochgekrempelt, 3 Münzen, nicht blinzeln, von hier. Zu den Fingerspitzen. Nie im Leben, oh mein Gott, Digga, heftig. Deine Hand. Nie im Leben, Digga. Oh mein Gott, Digga, heftig. Das ist die erste Münze, die wandert. Das war perfekt. Das war perfekt, ehrlich. Sieht das aus wie echte Zauberei, ne? 2 noch hier. Ihr wisst jetzt genau, was kommt. Und ich ziehe mir immer die Ärmel hoch. Und das ist kein Trick, ist einfach nur, dass ich nicht möchte, dass ihr denkt, es hat damit zu tun. Bereit? Ja. Jetzt hört ihr es sogar.
Ich hab die ganze Zeit drauf geachtet. Dafür hab ich halt einfach gar keine Erklärung, ne? Ich mach's nochmal, okay? Nahim, kannst du deine Hand einmal ausstrecken? Perfekt. Am besten die andere, wenn ich die Uhr klauen kann. Dankeschön. Eins, zwei, drei. Ich will auch, dass du siehst, dass nichts weiteres in meinen Händen drin ist. Okay, ich mach die zu so einem kleinen Stapel zusammen, so einem kleinen Tower, ja? Ich nehme gleich eine Münze weg, dann mach schnell die Hand gerne zu. Du bist schnell, du bist kräftig, ich sehe das. Nicht, dass es nachher heißt, wir würden unter einer Decke stecken und du würdest mir helfen oder so, okay? Also, ich nehme wirklich nur eine weg und du machst einfach gerne die Hand möglichst schnell zu. Wow, okay, sehr gut. Das war schnell. Wie gesagt, Ärmel sind oben. Ich mache das so langsam, wie ich kann. So langsam, wie ich kann. Das hier ist die letzte Münze. Krass, Digga. Ich hab genau drauf geachtet. Ich auch, Digga. Heftig. Aber die ist nicht wirklich weg. Nein. Wäre das nicht krass? Nein. Da ist sie nicht drin. Das wäre krank, oder? Nein. Doch, die ist da drin, wenn du schon so fragst. Das kann nicht sein. Ich hab geguckt, dass da nur zwei Stück drin sind. Das wäre krank, wenn das gehen würde. Schau mal nach. Oh mein Gott, Digga. Ey, Jungs. Alter, krass. Heftig, Digga. Könnt ihr euch das erklären? Nein. Nee, das ist einfach Talent, ja? Was soll ich dir sagen? Dann würde ich sagen, danke dir für deine Performance. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, oder? Oh mein Gott, krass. Ey, krass, Digga. Heftig. Sehr stark. Heftig. Boah, wurde auch heftig, Digga. Even let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home, so I'm chained my heart, baby. I'm under your spell, just like a man in a trance, baby. But you know that well that I don't stand a chance. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me night and day, yeah. Got me suited like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, baby. Set me free. That's a war. Thank you.
And this just like a man in his friends, baby. But you know that way that I don't stand a chance. Oh, please take my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You bury me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So I'm chained, my heart, baby, sets me free. Irgendwelche Fragen dazu? Ja, geht's dir gut? Ja, mir geht's nur nicht gut, wenn ich es nicht tue. Also, wenn du viel arbeitest, musst du das jeden Tag machen, das ist brutal. Krass, Digga. So, jetzt wisst ihr auch, was ich in der Weltmeisterschaft gemacht habe. Singen und zaubern. Allerdings habe ich damals nicht alleine. Vier Mann dabei, Abra Cappella, ein A Cappella-Chor. Logischerweise, man kommt auf Abra Cappella, ne? Ist klar. Hat es halt so noch nicht gegeben in der Zauberkunst und deshalb. Richtig stark. Digga, ich glaube, sogar so ein richtig teurer Zauberkünstler. Also, ja, wenn du den buchen willst, Digga, musst du richtig. Ja, weißt du, was der Whisky kostet? Der ist auch nicht. Der ist krass, Digga. Ehrlich, richtig, ey, ja, auch gute geil. Stimme. Übertrieben. Gute Stimme. Bruder, ich war drinne, Kudeng. Geile Gesangsstimme, Digga. Echt heftig. Respekt, Digga. Nochmal Liebe von mir, Digga. Ehrlich, Bruder. Merci, merci. Bitte nicht, bitte nicht. bitte nicht aufhören. Alle sind sehr, sehr stark. Das ja. ist das Ding. Deswegen würde ich ungern jetzt so einen rausworten und dann den nächsten. Sonst was. Das ist fast nicht möglich. Deswegen würde ich sagen, was Sinn macht, auf jeden Fall, dass wir noch mal ein paar Fragen stellen. Mhm. Vielleicht können einzelne Leute noch mal kurzes zeigen oder so. Mhm. Und dann entscheiden wir uns für einen und sagen, okay, das ist der Weltmeister. Ja. Die waren alle krass, alle Bruder. Krass. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wer ist der Krasseste? Das ist so das Ding. Also ich sag dir ehrlich, ich persönlich, am meisten geflasht haben mich die Tricks von unserem ersten Kandidaten. Mhm. Weil das waren auch, also waren alles neue Tricks, aber das war echt so noch mal was Außergewöhnliches. Das war der Wow-Effekt. Genau. So. Ja. Und es war auch sehr unterhaltsam, auch gerade hier mit der Pizza, ey Ari, komm mal rein und so, weißt du, das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Er hatte den größten Wow-Effekt. Ja. 3 und 4, die hatten den größten Unterhaltungsfaktor und Nummer 2 hatte die beste Fingerfertigkeit. Ja. Es ist so schwer, über was wiegt man das ab? Verstehst du? Geht man jetzt auf den Wow-Faktor, sagt man, Digga, er hat uns so am meisten, geht man auf die Unterhaltung, man sagt, hey, guck mal, die Jungs haben uns am meisten unterhalten, oder geht man auf, man sagt, hey, guck mal, seine Tricks waren am fingerfertigsten, so. Mhm. Was machen wir denn eigentlich? Was, machen wir so, was würde die ganze Welt begeistern von den Tricks? Wenn man das dann so sieht und alle sind einfach... War denn die Tricks, die du gezeigt hast, hast du die auch bei der Zauberweltmeisterschaft performt? Nee, tatsächlich oder? Nicht. Das ist ganz spannend, weil ich normalerweise immer Bühnenshows mache. Alles, was ich heute gemacht habe, habe ich extra vorbereitet für heute. Habe ich noch nie gezeigt, werde ich nie wieder zeigen. Oha! War nur für euch. Das ist ja... Das macht ja dafür einen Applaus erstmal. Dass ich... Wie krass ist das denn? Das heißt, du willst mir sagen, du hast es nur für uns hier heute performt und sonst nie wieder? Yes. Der arme Ari hat nur einmal einen Job bekommen, Digga.
Mit Ari tue ich die ganze Zeit. Der ist bei jeder meiner Shows dabei. Krass, Respekt. Schwer. Bauchgefühl. Ich kann es dir wirklich diesmal echt nicht sagen, ne? Weil es könnte potenziell wirklich jeder sein, ja. Welchen Trick hast du zum Gewinnen der Weltmeisterschaft vorgeführt? Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Die Weltmeisterschaften der Zauberkunst sind eine ganz spezielle Veranstaltung. Da geht man nicht einfach hin und zeigt ein Kunststück, das man auch bei jedem x-beliebigen Auftritt zeigt. Das sind ganz spezielle Kunststücke, die sehr viel Vorbereitung und sehr viel Präparation benötigen. Dieses Kunststück oder diese Kunststücke hier zu zeigen, würden den Rahmen absolut sprengen. Deswegen, ihr werdet Teile aus meiner Wettbewerbsnummer, meiner Weltmeisterschaftsnummer sehen. Ihr könnt vielleicht vereinzelte Techniken sehen, die ich dort angewendet habe, aber die richtige Darbietung, da müsst ihr schon zur Weltmeisterschaft kommen, wenn ihr das sehen wollt. Sehr geile Antwort. Das war sehr, sehr authentisch gerade von euch. Also wir haben ja alle ein Soloprogramm, eine abendfüllende Show, und die den Weltmeistertrick von uns sehen wollen, kommen einfach live in die Show und sehen ihn da jeden Abend. So sieht's aus. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt ihr auf unsere Webseiten und dort findet ihr unsere Termine. Ja, was vorbereitet? Hier ist ein kleiner Banner. Noch eine Frage. In welcher Kategorie hast du die Weltmeisterschaft gewonnen? Was zählt das zur Sache? Nur eine Frage. Hier ist meine Antwort. Okay. Er ist schon mal raus. Ja, raus. Für mich auch. Ist schon mal raus. Das gibt ja keinen Grund, da jetzt nicht drauf zu antworten. Genau, ich sehe da auch keinen Grund hinter. Darum würde ich auch sagen, dass erstmal für mich dann... Bei ihm können wir schon mal so ein X dran setzen. Richtig. Jetzt würde ich gerne mit ihm reden, Bruder. Was kostet ein Abend mit dir? Fragst du jetzt für einen Abend oder eine Nacht? Einen Abend. So, sehr teuer. Ja, das ist eine schöne Frage, die ich aber hier tatsächlich öffentlich nicht beantworten werde. Okay, vor allen Dingen kann man das gar nicht sagen. Ja, noch eine Frage. Weil es kommt darauf an, was man macht. Ob ich abends nur kurz eine kleine Nummer mache. Deshalb nochmal eine Frage. Was kostet eine Zaubershow von dir? Eine Zaubershow von mir? Ich glaube, der hört nicht zu. Ja, ja. Die kostet auf jeden Fall Geld, weil für Steine und Buchsenknöpfe arbeite ich nicht. Schon länger nicht mehr. Und das wird immer mit dem Kunden besprochen. Also ich bin der Meinung, dir sollte man echt viel Geld geben. Weil du bist ein richtig Baba-Unterhaltungsprogramm, Digga. Ehrlich. Weil ich es brauchen könnte oder weil du meinst, ich hab's verdient? Du bist krass, ehrlich, du bist krass, Digga. Auch die Gesangseinlage, die hat mich echt abgeholt, Digga, wirklich, ja? Was heißt aber so schön, wenn du ein anderes Talent hast noch als Zaubern, dann bring es mit der Zauberkunst zusammen und du hast was Neues. Gibt ein paar ältere Herren bei uns, glaube ich, auch im magischen Zirkel, die sind gar nicht der Meinung, aber wir finden das, glaube ich, alle schon sehr. Ich sage Entertainment 100%, aber nicht der Weltmeister. Ich finde ihn schon sehr krass, also ich muss sagen, ich schwanke zwischen 4 und 1. Ja, ist bei mir auch so. Also ihn jetzt rauszuholen. Aber was sagen wir denn, können wir kurz der Nummer 2 das Mikro geben? Ja, ich hab's nicht so mit Namen. Aber ich würde von ihm gerne noch einen Trick sehen, Digga. Einen Trick noch? Hast du denn noch was? Klar. Ich glaube, der hat 1000 Sachen. Okay, dann würde ich auch sagen. Dann ein Trick vom Marc. Also, wie Malz es gerade schon erklärt hat, ist so die Weltmeisternummer da zu bieten, ist total schwierig, weil wir sehr viel Aufwand und so betreiben dafür. Aber oft geht es nicht nur um den Trick, sondern wie er schon gesagt hat, auch um die Präsentation, wie man was gestaltet. Ne? Und wir haben ja diese Abendshow, wo wir Tricks mit Musik inszenieren, mit Theatralik, mit irgendwie. Und daraus würde ich euch gerne was zeigen. Es ist kein, ich weiß, ihr habt viele Kartentricks hier gesehen. Es ist jetzt kein Kartentrick, wo nachher drei brennende Tiger erscheinen. Okay? Es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt. Und die bringt zu Hause immer meine Karten durcheinander. Das ist wirklich so. Also wenn wir halt spielen und sie sieht meine Zauberrequisiten, dann nimmt sie die immer und spielt damit halt rum. Und es kann schon mal passieren, dass Karten dann verkehrt rum im Spiel liegen oder andere Karten im Spiel liegen. Passiert halt. Das Gleiche ist auch mit dem Kartenspiel passiert. Ich habe es einfach mal so gelassen, wie es war nach dem Spielen, okay? Und ich lege das hier zu dir auf den Tisch, nicht, dass ich drangehe, okay? Du hast einfach ein Auge drauf, nicht, dass ich heimlich irgendwie in das Kartenspiel rangehe, okay? Cool. Wir mimen das jetzt quasi mal nach, wie meine Tochter das gemacht haben könnte. Ist exakt dasselbe Spiel, ne? Alles verschiedene Karten, nur dass ihr es seht, ja, verschiedene Bildseiten. Sammy, vielleicht du. Du würdest kurz meine Tochter spielen, ja? Und du kannst die Karten mal durchmischen. Perfekt. Ja, das ist genauso, wie sie es macht. Ja. Genau. Großartig. Und Sammy, ich will gleich, dass du irgendeine Karte davon umdrehst, dass du gleich, also irgendeine Karte verkehrt im Spiel zurücklegst. Ich will aber nicht sehen, welche es ist. Also ich wende mich kurz ab. Du mischst die Karten einfach an egal welcher Stelle? Ja, genau. Okay. Du nimmst einfach irgendeine Karte, machst das total wirr, drehst die in die Mitte um, steckst die verkehrt rum zurück. Ja. Hast du dich entschieden? Ja. Okay.
Und nicht, dass es irgendwie heißt, du nimmst das Peak Ass oder Herz Dame oder so, weil das nehmen die meisten. Aber ich muss mir die merken, auch mit der Ding, gell? Achso, ja, du müsstest dir die merken, ja. Das wäre ganz gut, glaube ich, für das. Für nachher. Ja. Okay. Und ich will nur, dass du weißt, du kannst jede Karte nehmen. Es muss nicht eine bestimmte Karte sein, weil die meisten gehen mit Pik Ass oder Herz Dame, weil das die beliebtesten Karten sind. Ja, du kannst jede Karte nehmen. Ja. Okay, okay, cool. Genau, du kannst die Karten gerne so auf den Tisch legen. Wenn wir die jetzt so auffächern, sehe ich die, also sicher nicht, welche Karte es ist. Genau. Ne? Ich will nur, dass alle sehen hier im Saal, dass es wirklich der Fall ist, dass hier eine Karte verkehrt rumliegt. Ja, ich werde die auch nicht mehr berühren oder anfassen, denn nein, das Spiel lag die ganze Zeit bei dir. Mhm. Ich habe gesagt, meine Tochter ist manchmal so crazy und nimmt mal eine Karte raus und dreht die verkehrt rum und so weiter. Sag mir nicht, eine Karte ist genauso verkehrt rum und das ist meine Karte, die ich gewählt habe, die Kreuz 7. Das würde ja an echter Zauberei grenzen, oder? Du hast eine Karte umgedreht in deinem Kartenspiel. Hier liegt ebenfalls eine Karte verkehrt rum, zwischen all den anderen Karten. Ich kann daran nichts mehr ändern, das ist wirklich nur eine Karte hier im gesamten Kartenspiel. Nein, du hast einen Blick drauf. Die Karte, die du umgedreht hast, ist der Pik König. Und die Karte, die meine kleine Tochter umgedreht hat. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, schau selbst nach. Nein, 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 nein. Heftig. Nein, Digga! Stark. Stark. Stark, Digga. Dank dir, dank dir. Richtig krass. Also sehr, sehr crazy. Wir müssen uns für einen festlegen jetzt so langsam. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch schon, also was man erstmal festhalten muss, alle sind krass. Alle sind Profis, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier einer dabei ist, der nicht zaubert. Aber für mich persönlich war die Nummer 1 immer noch am besten, so was die Performance angeht. Und wir bewerten ja heute mehr nach Performance. Und ich fand die ersten Tricks, ja, das war was Innovatives, was Neues, habe ich noch nie gesehen. Hat er auch gesagt, hat er extra für die Show vorbereitet. Ich fand es richtig nice. Deswegen wäre ich tatsächlich für das Erste. Für den Ersten. Für das Erste. Ja, ich schwank zwischen 1 und 2, weil das ist so eher, was ich mir vorstelle unter einer Meisterschaft, dass die so diese Tricks machen, die er macht. Und die er macht, stelle ich mir eher so für eine Show vor. Aber ich muss auch ehrlich zugestehen, den größten Wow-Effekt hatte ich bei der 1. Ja, ne? Ja. Was hast du vor da? Immer noch 1 und 4. Die haben mich schon echt begeistert. Es ist schwer, Bruder. Was sagst du denn, wenn du jetzt nicht anhand der Performance bewerten müsstest, sondern wirklich nicht anhand der Performance, nach Bauchgefühl? Bauchgefühl, Bauchgefühl wäre Nummer 2. Weil ich mir das vorstelle bei einer Weltmeisterschaft. Das, was diese Tricks, die er gemacht hat, die stelle ich mir bei einer Weltmeisterschaft vor. Auch den Kartentrick gerade? Ja, sowas. Nee, ja? So Kartentrick nicht, aber so das davor. So mit das und das verschwindet und diese Bühnending. So. Das ist halt genau einfach so professionell und clean war alles. Genau. Perfekt. Ja, das war, stimmt, oh mein Gott, das habe ich voll vergessen. Hat er diese Bühnending gemacht, diese Bühnenweltmeisterschaft? Ja. Wie heißt es nochmal? Pala. Und das ist genau das, was er uns hier gezeigt hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Was sagst du, Koda? Mein Bauchgefühl sagt 1. Das, guck mal, hast du gehört, was er gesagt hat? Ja. Also, vielleicht nehmen die uns auch komplett hoch, Digga. Ich weiß es nicht. Ich find's mal krass, wie er immer gegen seine Kollegen schießt. Ja, ja. Wir sagen gerade, yo, das könnte in der Zauberweltmeisterschaft stattfinden. Ach, der und so. Ach, da sieht man, die haben keine Ahnung. Der ist viel zu schlecht dafür. Ich gehe nach der Performance, ich sag, Unterhaltungsfaktor war Nummer 1, ja. Schön entspannt Pizza gegessen. Eins. Für die Pizza so. Auf seinen Nacken, Cousin. Weißt du, gut vorbereitet. Safe. Und das wollen wir auch belohnen am Ende safe, des Tages, 100%ig, oder? Also gehen wir mit Nummer 1, das heißt, wir denken, dass die anderen nicht die Wahrheit sagen, sondern Nummer 1 der Zauberweltmeister ist. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Okay. Ich bin gespannt. Thank you.
Krass. Scheiße. Digga, da war unsere Prediction gar nicht so schlecht, Alter. Ja, der macht das. Das ist heftig. Genau sein Ding gewesen. Heftig. Er hat uns gefickt. Er hat uns manipuliert. Boah, aber auch echt stark gemacht. Muss man wirklich mal sagen. Ach du Scheiße. Aber man muss auch echt sagen, du hast es auch wirklich gut gemacht, ne? Also, hast du die Tricks jetzt wirklich hierfür extra vorbereitet? Oder war das? Tatsächlich, das stimmt. Ich habe es nicht ganz alleine gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt von Kollegen, wie jedes Mal. Auch bei Wettbewerbsnummern. Aber ich bin nur Vize-Weltmeister in Mentalmagie. Ach, oh, krass. Aber ist aber auch ist, was, ist Bruder. Vize-Weltmeister, Digga. Warst du gar nicht so schlecht? Heftig. Stark! Oder sogar knapp, Vize-Weltmeister, oder? Richtig knapp. Vor allem, was man auch sagen muss, das kann man auch echt mal belohnen, dass er extra hierfür was vorbereitet hat. Safe, so, ne? Safe, das ist schon, Props, schon richtig stark. Verdienter Sieg. Ehrlich, so. Ja. Und können wir zu ihm kurz gehen? Was machst du sonst so? Es hat eigentlich alles gestimmt. Seit 20 Jahren hauptberuflich professioneller Zauberer. Ich trete hauptsächlich in Zirkus und Varietés auf. Ich habe auch schon sehr viele Preise gewonnen, worunter auch sehr viele Goldmedaillen und Pokale sind. Für einen Weltmeistertitel hat es auch nicht gereicht, weil ich meist in Varietés und Zirkus in derselben Zeit gebucht bin. Respekt. Aber das möchte ich vielleicht eines Tages noch ändern. Ja, so. Alle drei Jahre gibt es, wie der Marc vorhin so schön erklärt hat, Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft. Da waren wir auch mit am Start, haben ordentlich abgeräumt und das bedeutet, dass wir dann zu den Endausscheidungen, den deutschen Meisterschaften gehen dürfen. Die sind nächstes Jahr. Ja. Und im Jahr darauf, dann die Weltmeisterschaften. Das heißt, es hat immer so einen Dreijahreszyklus. Deutscher Meister in Manipulation, den Titel hole ich mir. Sehr stark, ja. Das wäre übrigens auch die Antwort, als ihr gefragt habt, was ich in welcher Sparte ich gewonnen habe. Das wäre Manipulation. Du bist Alkoholiker. Was bin ich? Alkoholiker. Alkoholiker, ja. Und du hast aber eine Guillotine in deinem Zimmer, 100%. Wenn man seine Sucht zum Beruf machen kann und mit Geld verdienen kann, ist ja auch was Schönes. Ja, ich bin ja auch schon tatsächlich länger dabei. Das stimmt insofern, dass ich schon 31 Jahre das hauptberuflich mache und natürlich auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen habe und unter anderem Deutscher Meister der Zauberkunst bin. Zur Weltmeisternummer hat es noch nicht gereicht, aber was will man denn? Man weiß doch, entweder schmückt man sich mit Weltmeistertiteln oder man verdient Geld. Wow. Der hört nicht auf mit dem Schießen, ne? Ja, ehrlich. Der hört nicht auf damit. Nein, aber wirklich großartige Kollegen. Und was ein großer Spaß, dass wir festgestellt haben, wer alles hier ist, dass wir vier uns heute treffen, die wir uns gerade letzte Woche noch bei den Vorentscheidungen zu den deutschen Meisterschaften gesehen haben. Das war schon sehr lustig. Und du bist der Weltmeister. Hi. Ja, ich habe gewonnen damals in Korea. Ich habe den ersten Platz in der Sparte Bühnenmagie, Salonmagie belegt. Man sagt wirklich Parler, es klingt extrem blöd, aber ist halt die Bezeichnung. Und da habe ich in Korea mich gegen alle Konkurrenten in dem Bereich durchgesetzt und habe halt gewonnen. Mit einer Nummer, die ich hier halt leider nicht zeigen kann, weil sie sehr komplex ist in der Gestaltung, aber sie ist online auf meinen Kanälen. Es geht im Grunde darum, in dem Trick passiert, dass sich mein T-Shirt färbt, verwandelt. Da erscheint eine Spielkarte drauf, ist die Karte des Zuschauers. Dann reiße ich eine Ecke ab von der Spielkarte, dann reißt auf meinem T-Shirt auch eine Ecke ab. Und dann zünde ich die Karte an und dann fängt mein T-Shirt an zu rauchen und zu dampfen. Und zum Schluss ist halt beides wieder ganz, also Karte ganz, Shirt ganz und auf einmal verschwindet mein Schuh noch und mein Schuh erscheint auf dem Jurypodest und halt so ein... Hättest du das heute hier gemacht? Dann hätten wir dich gefehlt. Es ist halt sehr, sehr... Also der Trick dauert 10 Minuten und da wäre die Folge schon halb voll gewesen. Und deswegen haben wir halt alle unsere, naja, Worker-Tricks so genommen, die wir halt sonst zeigen, wenn wir irgendwo auftreten. Okay, krass. Cool, krass. Ja. Aber müssen wir auch mal machen, sowas hey, extrem Besonderes. 100%. Ich will genau so Tricks sehen, Bruder. Ja. Einer springt mit Fallschirm hier runter und so. Das wäre geisterhaft. Aber ihr habt, also das muss ich euch echt mal zugute sprechen, ihr habt ganz gut analysiert so zwischendurch. Also ihr meintet ja sehr geschickt, sehr entertainmentlastig, ne, sehr kreativ. Und das sind auch so Sparten, die man einnimmt. Ne? Also wir versuchen natürlich alle, das irgendwie recht kreativ, bunt zu gestalten. Aber jeder ist halt spezialisiert in irgendwas. Ne? So wie die beiden Jungs halt hier sehr gut im Gedankenlesen und dem mentalen Zeug sind, bin ich immer so der nette Schwiegersohn von nebenan, der das so locker aus der Hüfte irgendwie macht, ne? Mit sehr visuellen Tricks, wo Sachen verschwinden und so. Meins ist halt ein Meister der Manipulation, Karten und Bällen. Also so hat halt jeder unseren Bereich. Was ich auch sehr amüsant fand, wie du, glaube ich, gesagt hast, Weltmeister der Bühnenmagie, das merkt man, weil er gerade Tischzauberei gezeigt hat. Ist es nicht so? Okay.
Das fanden wir auf jeden Fall sehr amüsant für uns, aber... Also das, was du gerade gesehen hast mit dem Würfelbecher zum Beispiel, das wäre ein Trick, der ganz gut spielt für 300 Leute auf einer Bühne, ne, weil man damit mit seinem ganzen Körper arbeitet und der Stift ist weg und der Stift ist auch immer wieder da und die Zitrone und Kartoffel. In der Bühnenshow mache ich es so, dass in der Zitrone noch ein Geldschein ist vom Zuschauer, die ich aufschneide und dann ist da ein Geldschein drin. Aber es dauert wieder alles zu lange, deswegen habe ich es versucht runterzukürzen. Aber man kann das alles sehen auf der Bühne und auf unseren Socials. Ne? Ja. Aber das ist Bühnenmagie quasi, wenn man die Bühne füllt, wenn man sie mit der Präsenz einnimmt. Ja, das habe ich doch gesagt. Also unter Bühnenmagie würde man tatsächlich vielleicht eher sogar noch das, was unsere beiden Gedankenleser gemacht haben, einstufen oder sogar tatsächlich die beiden Sachen, die ich gezeigt habe, also mit diesem Notenblatt und Kartenmanipulation. Das ist tatsächlich eher das, was auch auf der Bühne ihr Zuhause findet und nicht direkt am Tisch. Das, was ihr quasi direkt am Tisch genossen habt, nennt man Tischmagie. Aber ja. Woher soll man es wissen? Es zählt quasi der Eindruck, ne? Aber es war eben auch sehr interessant für uns zu sehen, wie ihr dann sagt, er, der eigentlich der Scherzbold von uns ist, die höchste Fingerfertigkeit hat. Das war für uns auf jeden Fall sehr amüsant. Danke dafür. Krass. Also du bist eigentlich so... Nee, ich bin auf der Bühne mache ich sehr viel Comedy-Zauberei, aber halt inszeniert auf der Bühne, das ist halt hier schwierig, ne? Also jetzt hier groß Comedy zu machen. Deswegen dachte ich mir, um euch wegzuflashen, mache ich einfach Fingerfertigkeit, weil als Weltmeister kann man halt alles. Genau. Oh, oh, Vor allem, wir können ja auch nur das bewerten, was wir hier gesehen haben. Ja. Ne? Deswegen, da hast du recht, hast du gut gesagt. Ja, oder? Münzen, also das, was ihr mit den Münzen gesehen habt, das ist wirklich, wirklich schwer. Also gibt ganz viele, die halt nicht mit Münzen arbeiten, weil das halt pure Geschicklichkeit ist. Da kann man auch nicht groß man helfen. Man hört das mit. Ja auch, das Klimpern. Und die sind dick Fehler groß, ja, die sind richtig groß. Ja, die sind echt groß, ja. Mhm. Ja. Habt ihr alle echt stark gemacht, danke für die Show. Es hat, hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt oder so oder irgendwie Werbung machen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Auf jeden Fall Instagram jan_juro und wenn ihr live sehen wollt, was in der Show passiert, kommt. Wir sind jetzt nächstes Jahr in Berlin, Stuttgart, Köln, Leipzig, Dresden. Kommt vorbei, live ist nochmal was ganz anderes. Ja, mein Name ist Marc Weide und ihr könnt mich sehen mit dem Programm Augenweide. Versteht ihr? Ja, okay. Und das ist auch deutschlandweit auf Tour, einfach Instagram auschecken oder Webseite. Wir sehen uns. Wenn ihr etwas über mich erfahren wollt, dann googelt einfach Professor of Magic. Ich spiele diesen Monat an Halloween meine abendfüllende Soloshow in Leipzig. Falls ihr dabei sein wollt, dann checkt doch einfach meine Social-Media-Kanäle ab. Ich bin hauptsächlich auf Instagram und YouTube aktiv, aber alle Termine findet ihr auf meiner Webseite professorofmagic.de. Ja, mein Name ist Sven, wie in Sicherheitsventil, ganz einfach zu merken. Sven F. Heubes wie das Heu. Und der Besserwisser. Und während die Jungs jetzt arbeiten gehen und ihr habt meine Darbietung eben gesehen, werde ich mich heute Abend im Hotelzimmer in die Minibar setzen. Da kenne ich jeden mit dem Vornamen. Ja. Dankt euch allen, dankt euch Jungs. Richtig geile Show. Echt Spaß, mal diese Praxisfolgen und so. Das macht wirklich Spaß. Ich liebe so Shows, Digga. Ich geil, liebe, ne? Das sind die besten Folgen, Bruder, wo man wirklich was sieht, was erleben kann. Digga, ist heftig. Geile yes. Erfahrung. Und ja, Liebe auch an die Kandidaten. Genau, checkt die unbedingt aus, checkt die Jungs aus, checkt Somium Cards aus, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.